Willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sprechen mit dem Nachtigall, damit wir unsere erste Wachrunde drehen können im Dienste des Burgvogts. Hier bin ich. Ich heiße Heinrich. Wir sollen heute zusammen unsere Runden drehen. Ich sehe, du bist ausstaffiert. Es kann losgehen. Ich bin Nachtigall. Bist du nicht der, den diese Müllerin auf einem Karren hierher brachte? Theresa? Ja, sie hat mich gerettet. Sie tauchte mit Robert und seinen Rittern auf. Alle Ehre dem Mädchen. Hat mehr Eier als die meisten Männer. Sag mir, wie hast du ihr das vergolten? Ich habe ihr dafür gedankt. Das ist nicht viel. Du solltest sie besuchen, wenn es sich ergibt. Und wie genau bist du im Dienste des Vogts gelandet? Ach, ich mag den jetzt schon, den Nachtigall. Ich dachte, das wäre so ein alter, verschrumpelter Wächter, der so mürrisch ist, aber der ist ja super. Ich will Herrn Ratzig dienen, aber er schickte mich hierher, um zu lernen. Und das wirst du auch. Du hast Glück, Junge. Er muss dich mögen. Die meisten Herren hätten dich fortgeschickt. Komm mit, Heinrich. Wir drehen in der Stadt unsere Runden und stellen dann sicher, dass die Schenken abends schließen. Ich bin bereit. Aber vergiss nicht, ich soll dich auf die Probe stellen und dir mit Gottes Hilfe etwas beibringen. Ich erwarte also, dass du Verfehlungen sanktionierst. Ich habe dich im Auge, damit du keine Dummheiten machst. Gehen wir. Na dann? Das ist unsere Kirche, St. Matthäus. Ich hätte auch gern so ein schönes Schild. Vielleicht können wir ihm das klauen unterm Gehen. Sie dient nicht nur als Gotteshaus, sondern auch als Gruft der Herren von Leipach. Unseren Herren. Oh, jetzt bekommen wir eine kostenlose Stadtführung. Der Totengräber wohnt gleich um die Ecke. Der Pfarrer auch. Unser Pfarrer, er... Na, man sollte nicht schlecht über die Diener Gottes sprechen. Ja, wir haben den schon kennengelernt. Der war reichlich unsympathisch. Unser Rathaus. Ziemlich groß, was? Der Vogt und seine Knechte leben hier. Und der Maestro Proto Notarius. Der Schreiber. Und der Kerker. Will man nicht von innen sehen. Nicht mal als Wache. Natürlich haben wir auch einen Henker. Aber der wohnt nicht in der Stadt. Wäre unpassend, denkst du nicht auch? Er wohnt beim Galgenberg. Auf der anderen Seite des Baches. Da müssen wir noch hin, zum Galgenberg. Der Pranger wurde im Herbst aufgestellt. Und zwei sind da bereits vermodert. Hier wohnt der Schwertschmied. Ach, wie schön wäre das, wenn sich die Gehgeschwindigkeit anpassen würde. Was zum Teufel ist hier los? Sieh mal nach, Heinrich. Wenn nicht zur Kirche, dann scher dich zu deinen Leuten. Ich will dich hier nicht haben. Ist dieser Misthaufen euch nicht groß genug? Was schreit ihr beiden da so rum? Schluss mit dem Krawall! Wurde auch Zeit, dass du kommst. Dieses dreckige Bettelweib da. Ich heiße Jana. Meinetwegen. Dieses Bettelweib da glaubt, dass sie herkommen und meinen Laden zustinken kann. Ich will, dass du sie fortjagst. Was ist das Problem? Das ist mein Laden und ich dulde keine Bettler auf meiner Schwelle. Schick sie auf den Marktplatz. Dort ist sie keinem im Weg und es gibt genug Leute, die sie anbetteln können. Musst du ausgerechnet hier sitzen? Ja, muss ich. Warum? Die Leute jagen mich fort, ganz gleich, wo ich sitze. Kann ich Tag und Nacht rumwandeln? Auf der anderen Seite ist es aber sein Grundstück und sein Haus. Und natürlich kann er darüber entscheiden, wer sich dort aufhält. Wir versucht's mal. Du solltest diese arme Frau hier sitzen lassen. Warum das denn? Vielleicht können wir ihn überzeugen. Sicher, dass in deinem Laden alles mit rechten Dingen zugeht, Meister Schmied? Worauf willst du hinaus? Ich frage mich nur, ob du dir darüber im Klaren bist, dass der Ofen in der Schmiede mindestens 2 Ellen vom nächsten hölzernen Gebäude entfernt sein muss. Sicher weiß ich das.
Also kann ich das Maß aus dem Rathaus holen und nachsehen? Wie du weißt, nimmt man Brände hier sehr ernst. Nicht nötig. Ich will dir keinen unnötigen Ärger machen. Du würdest mir viel Ärger ersparen, indem du diesen kleinen Streit beendest. Das hat geklappt, Gott sei Dank. Sie darf bleiben. So schwer war das doch nicht, oder? Hab Dank. Tausend Dank. Gern geschehen. Aber halte dich in Zukunft von Ärger fern, verstanden? Sicher, danke. Haben wir doch gut gelöst jetzt einigermaßen. Nicht schlecht. Aber dieser Tor wird dich eine Weile auf der schwarzen Liste haben. Da gab's jetzt kein richtig oder falsch. Deine alten Nachbarn leben jetzt hier. Ist zwar ein ziemliches Drecksloch, aber trotzdem solltet ihr Herrn Harnusch dankbar sein. Wäre es nach den Städtern gegangen, wärt ihr nicht mal in die Nähe der Stadtmauern gekommen. Die Leute stehen nun nicht mehr so zu ihm wie zuvor. Ein paar Tölpel fordern sogar, dass Herr Harnusch das Lehen endlich dem jungen Herrn, Hans Kapern, übergibt. Nein, bitte nicht. Hans Vater, der alte Jeschke, Gott hab ihn selig, hatte das Lehen inne, bis er ein Greis war. Dann setzte er sich zur Ruhe. Erst in Mähren, dann im Himmel. Herr Harnusch verwaltet das Lehen, bis Herr Hans mündig wird. Sie sind irgendwie verwandt. Hatten denselben Ururgroßvater oder so. Es kommt die Zeit, in der das Gut weitergereicht werden muss. Sowas endet oft in Reibereien. Hoffentlich bleibt uns das erspart. Gott sei Dank haben wir auch schönes Wetter jetzt hier beim Rundgang. Und habt ihr gesehen in der Zwischensequenz, wie dreckig wir schon wieder sind? Das Baden hat rein gar nichts gebracht. Überhaupt nichts. Kann mir nur vorstellen, dass das ein Bug ist, weil nach 5 Meter Laufen gleich wieder dreckig sein. Aber hier schön die Sonne reinscheint. Der Platz hier? Zu Marktzeiten sieht er viel besser aus. Dann ist er bis zum Brechen gefüllt mit Leuten von überall her. Wir haben hier auch eine Bäckerei. Und diesen irren Händler, Wolfram Bruder. Er hat eine hübsche Tochter, hält sie aber an der kurzen Leine. Was den jungen Böcken nicht so gut schmeckt. Angeblich soll er das arme Mädel sogar den ganzen Tag einsperren. Was? Niemand tut was dagegen? Eine Schenke steht hier am Markt, die Händlertaverne. Die andere liegt oben am Tor. Da gehen wir später hin. Lass uns näher an die Kernburg gehen. Hallo, Heinrich. Ja, hallo auch. Wer immer du auch bist. Schau her. Siehst du den Lump da? Bei Gott, dem Bastard zeig ich's. Was, wo, Lump? Meint er den Bettler oder... Ich habe ein Nest entdeckt mal wieder. Haben wir es bequem? Almosen bitte, Herr. Für wen hältst du mich? Bist du dumm oder nur unverschämt? Was ist denn los? Dumm also. Hier ist Bettel nicht gestattet, also heb deinen stinkenden Arsch und schaff ihn von hier weg. Wen störe ich denn hier? Mich, uns, jeden. Wenn der Harnusch dich sehe, würde er dich auspeitschen. Ist gut, ich gehe. Verfluchte Bettler. Da reicht man ihnen die Hand und sie wollen den ganzen Arm. Die Regeln sind klar und deutlich. Bettler gehören zur Kirche. Wo ist denn das Netz jetzt hier? Ach, da oben war es. Das muss ich mir merken. Vielleicht ist wieder ein Dietrich drin. Hier ist die Schmiede. Im Augenblick gibt es ein paar Scherereien mit dem Schmied. Aber sein Lehrling springt einigermaßen für ihn ein. Wie ich höre, bist du auch Lehrling eines Schmieds. Ihr könntet, wenn nötig, helfen, oder? Ihr? Wen meinst du damit? Dich und deinen Meister oder Vater. Wer dich ausgebildet hat. Er. Was ist denn? Mein Vater war der Meisterschmied. Er wurde in Scarlitz getötet. Ah, tut mir leid. Wusste ich nicht. Danke. Mir auch. Mein Papa starb auch kürzlich. Ihn raffte das hohe Alter dahin. Ist nicht dasselbe. Aber ich kann etwas mitfühlen.
wie uns alle jetzt immer grüßen. Plötzlich. Wo geht er denn jetzt hin? Das Rataya-Lehen ist recht groß. Selbstredend hat es hier in der Stadt seinen Ursprung. Und erstreckt sich entlang der Sasau bis nach Kohelnitz. Dann sind da der Galgenberg und viele abgelegene Höfe rundherum. Neuhof, Merhojet, Meister Smil kümmert sich um Herrn Hanus Stelle. Er ist mit Abstand sein bester Vasall. Für Neuankömmling ist das alles etwas kompliziert, nehme ich an. Dieser Herr hier, dieser Herr da, diese Ausnahme hier, die andere dort, von Ausnahmen, Recht auf halbe Sachen und so weiter. Es würde ein Jahr dauern, sich darauf einen Reim zu machen. Dieser Turm hier war nur halb so groß, als ich ein Knirps war. Herr Hanusch ließ ihn ausbauen und machte daraus eine Rüstkammer. Was ich nicht verstehe, wieso die Rüstkammer hier an der Mauer ist. Ist das nicht gefährlich, wenn hier angegriffen wird? Dann haben die Angreifer sämtliche Rüstungen. Die stehen immer noch da. Gott sei Dank, Heinrich. Aus Galitz bin ich, ihr guten Leute. Ihr alle wisst, was dort geschah. Helft eurem Nachbarn. Schön, dass man auch abseits der Wiege geht. Und ein Schweinchen. Hallo. Hallo. Was hat die denn für einen Borstenschnitt? So, und jetzt sind wir wieder hier oben. Gott sei mit dir, Benesch. Wie geht's? Geht schon, Nachtigall. Das ist ruhig heute. Gut. Wo ist eigentlich Moimir? Sollte er nicht hier bei dir sein? Ah, ja. Ist noch nicht aufgetaucht. Ah, verstehe. Na, wo könnte der sich nur rumtreiben? Weiß nicht. Du weißt nicht, hm? Lass mich dir etwas sagen. Wenn der Vogt rausfindet, dass Moi mir faulenzt, steckt er tief in der Scheiße. Du als sein Freund willst das doch nicht, oder? Nein. Es wäre also besser, wenn ich das in die Hand nehme, ja? Ja, schätze schon. Also, wo steckt er? In der Schenke. Er hatte Durst, also ging er auf ein Bier. Wir wissen doch, wie das läuft. Komm, Heinrich, suchen wir diesen Müßiggänger. Und du bringst ihn dann besser zur Vernunft. Wer ich jetzt oder der Benesch? Da sitzt er. Keine 5 Meter entfernt. Was zum Teufel treibst du hier, wenn du am Tor sein solltest? Beweg deinen Arsch und bewach das Tor. Schweig und beweg dich. Heinrich? Glück, dass ich dich gefunden habe und nicht der Vogt. Oder gar Hauptmann Bernhard. Was? Hallo, Heinrich. Setz dich zu mir, Heinrich. Hier für mich. Lass uns was trinken. Hier, genau wie bestellt. Jetzt hat er ihn gerade geschimpft, dass er hier sitzt. Er geht in die falsche Richtung. Der müsste doch eigentlich rechts hochgehen. Dass er hier sitzt und säuft und jetzt sollen wir uns auch setzen und saufen. Na dann, wenn es ein Befehl ist und unsere Handschuhe sind so dreckig. Der Narr hat mich ganz schön erzürnt. Mich auch. Mich auch, dieser faule Sack. Meine Rede. Gerade jetzt, wenn wir jedes Paar Augen brauchen. Man kann nie wissen, wann die Kumanen kommen. Tja. Aber genug davon. Versauen wir uns nicht den Tag. Hör mal, da wir schon hier sind, wie wär's mit einem Spielchen? Na klar. Warum nicht? So, dann schauen wir mal. 5 ist gut. 1 ist gut. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Ja, 5 ist gut. Wir machen nochmal eine Runde. Aber dann nicht mehr. Oh, kein Glück. Shit. Oh, das gibt's ja nicht. So, wir haben auch... Oh, wir haben 3 Vierer. Das ist ja schon mal was. Das gibt es nicht. Ich habe so viel Pech.
ganz beim ersten Spiel lief es einwandfrei und dann ging es bergab. Weitermachen bringt nichts. So, 3x6 sehe ich hier, das ist schon mal ganz gut. Und 1 und dann machen wir punkten und passen. Wenn der so weitermacht. Aber jetzt wird's was. Dass der nicht mal verlieren kann. Stell dich nicht so an. Das gibt's ja nicht. Hör auf zu stöhnen. Heinrich, schön, dass du da bist. Ja. Das war's. Würfel weiter mit 2 Würfel. Und jetzt müsste er doch eigentlich. Er hat wieder eine 5. Und er würfelt weiter. Und jetzt versemmelt es aber. Ich hätte es einfach lassen sollen. Richtig. So, jetzt sind wir an der Reihe. Was haben wir denn? 1-1. 1-1-5. Machen wir mal so. Ist jetzt nicht viel, aber wir würfeln weiter. Risiko. Ich sehe eine 1. Okay, dann punkten und passen. Grüß dich, Heinrich. Oh Gott, oh Gott. Soll ich oder nicht? Besser nicht. Und damit wird's Nacht jetzt offenbar. Dann erleben wir das auch mal. Bin mir nicht sicher, ob wir Nacht schon mal erlebt haben im Spiel. Außer vielleicht kurz mal auf dem Wehrgang. Nur noch eine Sache, dann sind wir für heute Abend fertig. Das Ende des Tages einläuten und die Schenken schließen. Oh, was haben wir denn für Augen? Ach, du meine Güte. Ich weiß nicht, wie es in Scarlet war, aber in Ratei machen wir zu dieser Stunde dicht. Außer bei Jahrmärkten und Festen. Dann machen wir gar nicht dicht. Verstehe. Soll ich die Glocke läuten? Die Augen des Todes. Wenn du schon fragst, die Glocke ist außerhalb des Rathauses. Läute sie 3-mal. Dann geh zur Schenke beim Marktplatz und sieh zu, dass der Wirt zusperrt. Mach ich. Bevor ich's vergesse, es ist verboten, im Dunkeln ohne Fackel durch Ratei zu gehen. Hier, nimm die. Verboten, ohne Fackel rumzulaufen? Was ist das denn für ein Gesetz? Und was haben wir denn für Augen gehabt? Das waren die Augen des Todes. Uiui, ganz schön gruselig. Da vorne sehe ich einen, der ohne Fackel rumläuft. Hier. Oder gilt das nur für die... Für die Wache. Ich glaube, das gilt nur für die Wache. Da ist einer ohne Fackel. Und nochmal einer ohne Fackel. Ich will Maßregeln. Na gut, die gehen jetzt alle nach Hause. Das heißt, wir könnten jetzt hier alles frei räumen. Gott schütze dich, Heinrich. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Wir sind hier sehr beliebt, offenbar. Das müsste der Jäger sein. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Der Schneider. Meine Menschenkenntnis, ne? Heinrich, schön, dass du da bist. Aber es geht eigentlich. Ich denke mal, wenn wir draußen unterwegs sind, können wir auch noch ein bisschen was erkennen. Im Wald wird es wahrscheinlich schwierig werden, aber hier so auf offenem Land. So, irgendwo muss hier eine Glocke sein. Und ich höre Wölfe heulen. Ist denn hier... Ist hier irgendwo... Ah. Die Händlerschenke beim Marktplatz. Wie spät ist es denn jetzt? Oh, trödle nicht, du darfst keine Zeit verlieren. Ist das die Händlerschenke? Schauen mal rein. Sieht nicht so aus. Ah, hier oben ist die. Und die Geschäfte? Die machen doch jetzt normalerweise dann auch zu. Ja, die haben jetzt schon zugesperrt. Hätten
man die Glocke nicht dreimal läuten müssen. Ich hoffe mal, das gilt trotzdem. Viel Glück und Gesundheit, Heinrich. Das ist eine Brezelverkäuferin. Nicht die Schenke. Ach, wer sitzt denn da? Der Herr Hanusch sitzt hier. Aber ich kann nicht mit ihm reden. Der ist betrunken, offenbar. Nein, hier ist privat. Lebt der hier? Wir setzen uns mal daneben. Heinrich, schön, dass du da bist. Na? Was läuft? Ja, er hat nicht viel zu erzählen. Ja, wir waren heute auf Erkundungstour und wir haben jetzt hier Wache gehalten. Ist das nicht toll? Alle grüßen uns, alle haben uns lieb. Der Tag war ganz erfolgreich. Ich hätte gern noch ein Pferd. Nur mal so. Im Nebensatz fallen gelassen. Ist ihm total egal. Er wackelt etwas. Wir wackeln auch ziemlich. Ich weiß nicht wieso. Bei ihm hätte ich jetzt gedacht, er ist angetrunken. Bei uns natürlich nicht. Ich stehe mal wieder auf. Das ist doch Quatsch. Wir müssen hier Pflichten nachkommen. Da ist die Schenke. Und der Domherr von St. Wenzel in Olmütz war so besoffen, dass er das Schwein auf den Marktplatz trug, sattelte und darauf durch das Stadttor ritt. Der Hans. Also wir wussten, dass das nur böse enden konnte. Weshalb Herr Peter und ich losritten und nach dem guten Domherrn und seinem Schwein suchten. Und habt ihr ihn gefunden? Wir spürten das Biest bei einem Koben hinter Kronau auf. Ich meine, das mit der Tonsur auf dem Haupt. Das echte Schwein haben wir nie gefunden, aber der Domherr lag friedlich schlafend im Schweinestall. Gleich und gleich gesellt sich gern. Es scheint, als würde dies auch auf Säue und Prälaten zutreffen. Ein Toast, werte Herren, auf Säue und Prälaten. Gott schütze Ihren Speck. Herr Hans, vergib mir die Störung, aber ich muss... Was musst du? Willst du dich uns anschließen oder uns einen ausgeben? Ich bedauere, aber wir trinken nicht mit Bauern. Das hier ist kein Dorf, du Bürschchen. Nein, Herr. Es ist Sperrstunde. Die Schenke wird jetzt geschlossen. Solange ich hier sitze, wird gar nichts geschlossen. Ist das klar? Was für ein Arsch. Wenn das alles ist, darfst du dich verabschieden. Hast du den Verstand verloren? Du kannst dem edlen Herrn keine Vorschriften machen. Der ist reizbarer als ein Bär mit Magenschmerzen. Wenn ich du wäre, würde ich ganz schnell wieder verschwinden. Der Vogt hat mir aufgetragen, die Schenke zur Sperrstunde zu schließen, sodass niemand nach dem Abendläuten die Ruhe stört. Was, der Vogt? Weißt du, der Vogt kann mich mal. Ich schätze, du hast nicht vergessen, wer der rechtmäßige Herr von Rathei ist, oder? Nein, es ist Herr Hanusch. Ach, und ist er hier? Oder versteckt er sich etwa unter dem Tisch? Nein! Tja, dann sind seine Worte leider nicht mal einen Furz im Badehaus wert. Außerdem hat er nur das Sagen, bis ich erwachsen bin. Das kann ja noch eine Weile dauern. Genug! So sprichst du nicht mit mir, klar? Ich bin ein Adliger. Ich bitte Sie, edle Herren, ihr werdet hier doch wohl keinen Kampf anfangen, oder? Und ob, wie wir das werden. Ich werde diesem Bauern zeigen, wo er hingehört. Oh, er hat immer noch nicht genug. Das gibt's ja nicht. Jetzt müssen wir wieder nochmal kämpfen gegen ihn. Scheißkerl! Jawoll! Schön auf die 12 hier. Oh, wir können auch blocken, sehe ich gerade, zur rechten Zeit. Oh, da ist es schon wieder vorbei. Kruzifix! Was in Gottes Namen geht hier vor sich? Oh oh. Was ist? Antworte mir, verdammt! Dieser Ochse hat mich beleidigt. Ich musste ihm eine Lektion erteilen. Indem du dich im Dreck wälzt wie ein Schwein? Ja, das zeugt doch von edlem Verhalten. Herr Hanusch, der Vogt befahl mir die Schenke... Sei still! Halte deinen Mund. Du kannst wirklich froh sein, dass du aus Ratzigs Gemeinde stammst. Oh oh. Bist du denn völlig des Wahnsinns? Erhebst die Hand gegen einen Edelmann. Und du, Hans,
Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass es vielleicht gut für die Moral sein mag, sich mit seinen Untergebenen zu betrinken, es deinem Ruf jedoch schadet. Du verbringst all deine Tage saufend und weiberjagend. Was egal wäre, wenn du auch deinen Verpflichtungen nachgehen würdest. Jetzt sehen wir ja, wohin dieses Verhalten führt. Morgen begleitest du mich zu einer Anhörung. Ein paar Gutsbesitzer baten mich, einen Disput zu klären. Du wirst dabei viel lernen können. Ich hatte eigentlich vor, morgen auf die Jagd zu gehen, aber wenn du meinst, ich solle den belanglosen Nörgeleien ein paar alter Narren lauschen, so sei es. So auf die Jagd? Nun denn, edler Herr, ich sage dir was. Geh ruhig jagen. Wirklich? Oh, gewiss doch. Wer bin ich denn, es zu wagen, den jungen Herrn Capon seines Spaßes zu berauben? Und Heinrich wirst du als deinen Knappen mitnehmen. Nein! Auf gar keinen Fall! Du tust gefälligst, was ich sage. Es ist längst überfällig, dass du lernst, Menschen auch abseits der Wirtshäuser zu führen. Jetzt verschwinde! Oh Gott. Ich bin dem Vogt verpflichtet und ich kann nicht... Jetzt nicht mehr! Du bist ab heute Herrn Capon verpflichtet, klar? Es ist Zeit, dass du lernst, wie man sich in der Gegenwart des Adels verhält. Gehen wir! Sag der Küche, ich bin hungrig. Es war eine lange Reise. Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt müssen wir mit dem alten Rockzipfel zum Jahr gehen. So, jetzt ist hier alles abgeschlossen, questmäßig. Und jetzt können wir wahrscheinlich schlafen gehen. Quest begonnen, Jagdfieber. Was müssen wir denn da machen? Ich soll Herrn Hans Capon am Morgen auf dem Vorplatz der oberen Burg von Ratei treffen. Hier oben dann. Okay, bei Sonnenaufgang. Das heißt, wir müssen jetzt schlafen gehen. Und wo schlafen wir jetzt am günstigsten? Wahrscheinlich zu Hause. Oder können wir jetzt einfach hier hochlaufen? Ich sehe hier. Ich gehe mal. Nee, doch. Wir müssten eigentlich erst hier runterlaufen, müssten schlafen gehen und dann müssen wir wieder hochlaufen. Das ist schon etwas aufwendig. Hier ist noch ein Questgeber. Können wir sonst irgendwo schlafen? Hier ist noch ein unerforschter Ort. Irgendwo vielleicht. Da oben ist noch das Nest. Ich schaue gerade, ob ich irgendwo ein Symbol für Schlafen finde, aber offenbar nicht. Hier ist auch nochmal ein Nest. Na gut, okay. Dann werde ich das so machen. Ich werde jetzt hier schlafen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir auf Jagd gehen mit Herrn Hans. Das wird sicherlich ein Spaß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.